Sehr geehrte Webinar-Teilnehmende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser außerordentlichen Einschaltung im Namen von der Universität St. Gallen. Wir haben über 1000 Zugeschaltete. Ich kann Sie aber beruhigen, wir können dieses Webinar durchführen, weil wir safe sind. Ich habe heute im Namen der Universität St. Gallen das Vergnügen, Ihnen drei Experten vorzustellen zu drei ausgewählten Themen, die die Wirtschaft in der gegenwärtig sehr stark bewegen. Das heißt, was müssen Führungskräfte machen? Wie sieht es mit Verträgen aus? Und was hat das für Konsequenzen für Arbeitsverträge, für beide, sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmende? Ich darf jetzt ganz herzlich unsere drei Experten zu mir bitten, beziehungsweise sie einschalten lassen elektronisch. Markus, wir schauen jetzt gleich auch noch, wer sich noch einschalten kann. Wir haben hier Roland Müller und wir warten noch auf Thomas Geiser. Ich beginne. Ja, perfekt, das klappt alles. Ich darf Ihnen vorstellen in der Reihenfolge der Referenten zuerst Roland Müller. Er ist Titularprofessor für Privat- und Wirtschafts- und Luftfahrtrecht hier an der Universität St. Gallen, auch für Arbeitsrecht und insbesondere, was heute von Bedeutung ist, für Corporate Governance. Dann haben wir Markus Müller-Chin. Er ist Professor an der Universität St. Gallen für Privat- und internationales Privat- und Handelsrecht. Und dann an dritter Stelle haben wir noch Thomas Geiser. Er ist emeritierter Professor von der Universität St. Gallen, auch Privatrecht und insbesondere für Arbeitsrecht. Sie werden heute als Experten zur Verfügung stehen und durch Seminar oder durch das Webinar führen. Ich werde Sie jetzt hinaus begleiten, virtuell zum Teil, damit ich noch schnell ein, zwei organisatorische Informationen geben kann. Roland, du kannst schon im Bild bleiben, denn du wirst ja gleich übernehmen. Danke vorerst. Sie haben unten im Webinar, sehen Sie, zwei Knöpfe. Einer bedeutet F&A. Sie sehen den angeschrieben. Dort bitte Ihre Fragen eingeben, wenn Sie an die Referenten eine Frage haben. Dann haben Sie eine zweite Funktion, die heißt Chat. Da können Sie reinschreiben, falls Sie sich mit den Teilnehmenden austauschen wollen. Da haben Sie die ganze Möglichkeit, Zeit, das auch zu machen, auch die Fragen einzugeben. Ich möchte noch zwei Disclaimer anbringen. Erstens, wir sind im Vorfeld mit sehr vielen Fragen schon bedient worden. Und ich bitte um Verständnis, wenn wir nicht alle Fragen in dieser einen Stunde beantworten können. Der zweite Disclaimer aus gut juristischem Haus ist, verzeihen Sie uns, dass wir hier nicht als offizielle Rechtsauskunftsstelle dienen können. Wir können eine erste Orientierung für wichtigste Fragen geben, aber eine verbindliche Antwort, dafür müsste man den Einzelfall kennen, aber es hilft sicher Ihnen schon, sich zu orientieren. Nun, wir wollen gleich mit einer Umfrage starten, um zu schauen, was bei Ihnen aktuell in Ihrem Unternehmen läuft. Und ich spiele die ein und die Frage ist, sind Sie denn heute überhaupt schon geschäftlich vom Coronavirus betroffen? Stimmen Sie doch bitte ab und dann schauen wir mal, wie die Stimmung heute draußen, gerade in der Wirtschaft in der Schweiz ist. Und dazu gebe ich Ihnen vielleicht noch eine dritte Information, die habe ich auch vergessen. Selbstverständlich werden wir zu Schweizer Recht reden heute und nicht zu anderen Rechtsgebieten. Wir sehen hier, es gibt sehr viele Meldungen und es sieht ziemlich schön aus. Zwei von drei Teilnehmenden sind heute betroffen. Einer von drei ist noch nicht betroffen und ich sage bewusst noch nicht, denn das hat natürlich noch eine kleine Verzögerung. Wir sind alle ein bisschen überrascht worden. Nun, ich möchte jetzt gleich zum ersten Referenten übergehen. Professor Roland Müller, er wird uns kurz erklären, was es mit der Führungsverantwortung zu tun hat. Was haben also Führungskräfte, wie zum Beispiel der Verwaltungsrat oder ein CEO, für eine Verantwortung heute in dieser außerordentlichen Zeit? Thomas, darf ich dir, Roland, Entschuldigung, darf ich dir das Wort übergeben? Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Webinar. Tatsächlich kann nicht nur der Verwaltungsrat, sondern auch die Geschäftsleitung zur Verantwortung gezogen werden und somit haftbar.
und das nicht nur zivilrechtlich, sondern auch strafrechtlich, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden und hier das Unternehmen zu Schaden kommt oder eben Menschen zu Schaden kommen oder umgekehrt, wenn er das Unternehmen durch unverhältnismäßig strenge Maßnahmen schädigt, beispielsweise eine Airline, die jetzt komplett den Betrieb einstellt und dann Konkurs anmelden muss deswegen. Man sieht allein schon aus dieser ersten Vorbemerkung, es ist eine schwierige Gratwanderung für diese strategischen und operativen Führungsaufgaben derzeit. Nun, in der Schweiz ist es anders als in anderen Ländern mit Dualismus. Wir in der Schweiz haben undelegierbare, unentziehbare Aufgaben des Verwaltungsrates. Und deshalb kann der Verwaltungsrat jetzt nicht alles abschieben auf die Geschäftsleitung und sagen, ja, das ist ein operatives Problem, das soll mal alles der Direktor machen, sondern der Verwaltungsrat selbst muss ganz klar strategisch weitsichtige und strukturierte Maßnahmen nun treffen. Wie er das tun soll, da möchte ich jetzt eigentlich auf zwei Hauptpunkte kommen. Er soll das nach dem modernen GRC-System tun und das Ganze abstützen auf die Business Judgment Rule, also sorgfältig abgewogen und entsprechend protokollieren. Diese beiden Punkte werden nämlich heute so an der Swiss Board School gelehrt. Das ist heute Standard. Beginnen wir beim GRC-System, also Governance, Risk und Compliance. Nehmen wir mal den ersten Punkt Governance. Was muss denn ein Verwaltungsrat als Governance-Sicht überhaupt jetzt in dieser Situation tun? Das erste ist, er muss die Organisation überprüfen und anpassen. Es sollte einen Krisenstab geben oder es sollte einen Sicherheitsausschuss geben. Es genügt nicht, wenn man einen sogenannten SIBE hat, also einen Sicherheitsbeauftragten, der von der SUBA vorgeschrieben ist, denn der kümmert sich nur um die Unfallsicherheit im Unternehmen. Das hat aber nichts zu tun jetzt mit diesem Coronavirus. Das Zweite, er muss die Strategie überprüfen, allenfalls anpassen und das in drei Etappen jetzt sofort als Sofortmaßnahme, dann mittelfristig, aber auch langfristig. Wie schaut es nachher aus? Er soll entsprechend, falls es nicht schon hat, Reglemente und Weisungen erlassen und schließlich ganz wichtig aus auch Governance-Sicht die Kommunikation. Er muss hier klarstellen, wer kommuniziert wie, damit es eben kein Durcheinander gibt. Das Zweite Element der GRC ist das Risk Management. Eigentlich sollte Pandemie oder Epidemie bei jedem Unternehmen schon als Risiko aufscheinen und es sollten Maßnahmepläne da sein. Falls nicht, muss man die jetzt eben unbedingt machen und man muss die aktualisieren. Und dann eben diese Risiken, die jetzt neu da sind, mitigieren. Auch wichtig im Risk Management, man muss genaue Aufgaben zuteilen. Wer ist also für was dann letztlich verantwortlich? Und damit komme ich zum letzten Teil, nämlich Compliance. Hier geht es darum, dass wir die Gesetzeslage laufend monitoren. Ich erinnere daran, Artikel 6 des Epidemiengesetzes gibt dem Bundesrat bei besonderen Lagen die Möglichkeit, Maßnahmen zu treffen. Genau das hat er jetzt getan. Veranstaltungen über 1000 Personen sind verboten. Wenn also eine GV durchgeführt wird mit über 1500, dann haben wir ein doppeltes Problem für den Verwaltungsrat. Dann ist ganz klar, er wird strafrechtlich verantwortlich, wenn es da zu Ansteckungen kommt. Aber er wird dann auch noch vom Bundesrat zur Rechenschaft gezogen. Das Zweite ist Artikel 40 des Epidemiengesetzes. Da kann jetzt eben der Kanton selbst Maßnahmen ergreifen und zwar kann er Veranstaltungen verbieten. Wir haben das auch gesehen. Der Bundesrat hat gesagt, ja, alles über 150 liegt jetzt im
Kompetenzbereich der Kantone und da haben wir das Problem, dass wir jetzt uneinheitliche Regelungen haben. Der Verwaltungsrat muss also sicherstellen, dass diese Vorschriften Monitoring betrieben wird, dass man sie sieht und umsetzt im Betrieb kontrolliert. Das Letzte, was ich gesagt habe, ist also Business Judgment Rule. Der Verwaltungsrat muss jetzt eine erhöhte Sitzungstätigkeit machen. Er kann das auch im Zirkularverfahren oder Videokonferenz. Aber er muss Coronavirus und Maßnahmen auf die Agenda setzen und er muss dann protokollieren, was haben wir für Informationen. Er muss abwägen, welche Maßnahmen müssen zwingend getroffen werden, wo kann man noch Risiken eingehen. Und das muss er dann sauber protokollieren. Und auf diese Art und Weise wird es dann sehr schwierig, ihn auch zivilrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Aber wir werden noch im Detail darauf eingehen, Bruno, wenn du mir dann Detailfragen stellst, die ja schon von unseren Teilnehmern angekommen sind. Danke. Danke, Roland, für diese kurze Einführung in a nutshell. Das ist perfekt. Besten Dank. Die erste Frage, die ich habe an dich ist, gibt es denn eine persönliche Haftung des Verwaltungsrats oder des CEOs überhaupt? Ja, tatsächlich haben wir das und zwar in doppelter Hinsicht, eben strafrechtlich und zivilrechtlich. Wir haben einen Artikel 754 in Obligationenrecht und dort heißt es, wenn der Verwaltungsrat seine und die Geschäftsführung, es bezieht sich auf beide, seine Pflichten nur schon fahrlässig, also da genügt leichte Fahrlässigkeit, verletzt, dann wird er nicht nur den Aktionären, sondern allen Gläubigern verantwortlich. Und im Strafgesetzbuch ist es natürlich 117 und 121, also fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung. Mhm. Lass mich das Gebiet ein bisschen wechseln jetzt. Die Frühlingszeit kommt und da wissen wir, dass sehr viele Generalversammlungen anstehen. Wenn jetzt ein Unternehmen sieht, dass es bestimmt mehr als 150 oder sogar 1000 Aktionärinnen und Aktionäre begrüßen darf, soll sie jetzt präventiv diese Generalversammlung absagen? Ja, die Frage ist berechtigt. Tatsächlich, nachdem der Bund jetzt die Vorschrift mit 1000 herausgegeben haben, können Generalversammlungen über 1000 schon mal nicht mehr stattfinden. Jetzt gibt es auch Kantone, die haben gesagt, für über 150 Personenveranstaltungen muss eine Bewilligung eingeholt werden, beispielsweise St. Gallen oder Thurgau und Kanton Zürich, da heißt es einfach, man soll Empfehlungen befolgen. Nun, wichtig ist jetzt für den Verwaltungsrat, er soll die GV nicht einfach absagen, denn er muss sie ja eigentlich innerhalb von 6 Monaten durchführen. Er soll sie jetzt mal auf den Herbst verschieben, damit dieses Jahr allenfalls eben doch noch eine GV gemacht werden kann. Mhm. Für diejenigen, die sie jetzt dort trotzdem durchführen, weil sie entweder nicht die 150er-Grenze reißen oder die Bewilligung kriegen, gibt es da zusätzliche Maßnahmen, die man beachten sollte an einer solchen Generalversammlung? Ja, ganz klar. Also erstens mal in der Einladung sollte man einen Disclaimer anbringen, dass je nach Entwicklung der Lage noch ganz kurzfristig eine Verschiebung vom Verwaltungsrat beschlossen werden kann. Dann sollte in der Einladung ebenfalls klar gemacht werden, dass Aktionäre, die aus Krisengebieten kommen, dieser Versammlung fernbleiben sollen und solche auch die Symptome wie Fieber oder Husten haben. Dann konkret vor Ort sind natürlich genügend Desinfektionsspender bereitzustellen und es sollte verzichtet werden, eine Ansammlung zu machen, sprich mit Apero oder Nachtessen, auch auf solche Sachen sollte man verzichten. Ich würde sogar an den Eingängen die Empfehlungen des Bundesrates anschlagen. Mhm. Was nicht notwendig ist, ist, dass man jetzt da jeden einzelnen Aktionär persönlich fragt, kommen sie aus einem Krisengebiet oder nicht. In dem Zusammenhang stellt sich aber dann gleich die Frage, was tun wir, wenn einer kommt und sagt, ja, ich komme jetzt eben gleich aus Italien, aber ich will teilnehmen. Jetzt hat der Fauer ein echtes Problem, denn
die Teilnahme an einer GV ist im Gesetz zwingend vorgesehen und der Verwaltungsrat kann ihm das jetzt nicht einfach verbieten. Jetzt muss er den Kantonsarzt zur Hilfe bitten. Er kann nämlich gestützt auf Artikel 35 Epidemiengesetz jede Person, wirklich jede, in Quarantäne schicken oder sogar ins Spital einweisen lassen. Und es lohnt sich also, wenn der Verwaltungsrat vorgängig mit dem Kantonsarzt Kontakt aufnimmt, denn unter Umständen kann ja der Kantonsarzt sagen, ich delegiere diese Kompetenz oder ich schicke andere Ärzte, die dann vor Ort sind. Jetzt wird die Generalversammlung aus welchen Gründen auch immer nicht durchgeführt. Was hat das für Konsequenzen? Ja, das hat verschiedene. Als erstes kann kein Dividendenbeschluss erfolgen und wenn der Verwaltungsrat jetzt trotzdem Dividende ausschüttet, dann wird er selber haftbar dafür. Es kann kein Entlastungsbeschluss erfolgen und damit wird die Verkürzung der Frist zur Einreichung von Verantwortlichkeitsklagen auf 6 Monaten natürlich nicht anwendbar. Es können auch keine Wahlen stattfinden und das ist natürlich mühsam, denn die Frage stellt sich, wann läuft diese Amtsdauer ab. In der Regel, und das empfehlen wir auch in der Swiss Sport School, sollte man eben wählen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Und jetzt sieht man schon, wenn man einfach verschiebt, dann läuft die Amtsdauer weiter. Wenn man aber sagt, es läuft bis zum 30.06. des Folgejahres, dann hat man nachher ein Problem und dann könnte ein Organisationsmangel vorliegen, der vom Handelsregisterführer bemängelt werden kann. Ich bin aber überzeugt, die sind auch vernünftig in dieser Situation und setzen dann eine genügend große Frist an zur Behebung. Gut, ich habe hier noch ein paar wenige Fragen. Ich schaue auf die Zeit, damit wir alles reinbringen. Kann man eine GV auch online durchführen? Ja, das ist das Problem, dass in der jetzigen Gesetzgebung da wir das so noch nicht vorgesehen haben. Bei Börsenkotierten, dort muss man zwar den Aktionären die Möglichkeit zur elektronischen Abstimmung einräumen, aber wir haben also die Möglichkeit derzeit so noch nicht im Gesetz. Vorerst eine letzte Frage, liebe Webinar-Teilnehmende. Ich werde am Schluss nochmals ein kleines Fenster haben für Fragen, aber ich möchte zuerst mal den Input von allen drei Referenten haben. Aber eine Frage habe ich noch für dich. Roland, jetzt stellen sehr viele Verwaltungsräte fest, sie haben keine Pandemiepläne gemacht. Was würde man diesen empfehlen? Gibt es da eine Haftung, dass sie das jetzt in der Vergangenheit übersehen haben? Ja, damit muss ich auf meine Einleitung zurückkommen. Tatsächlich, wenn er jetzt nichts tut, wird er haftbar, zivil und strafrechtlich. Er muss also jetzt sofort Maßnahmen ergreifen. Er muss das nachholen, was er bis jetzt verpasst hat, entsprechend diesem GRC-System und das alles dann sauber protokollieren, entsprechende Reglemente und Weisungen erlassen. Gut. Roland, ich danke dir ganz herzlich. Ich möchte dich bitten, wieder aus dem Bild zu gehen, damit wir jetzt Markus Müller-Chen begrüßen dürfen. Er ist Professor für Privat- und Handelsrecht an der Universität St. Gallen. Und wir werden jetzt miteinander ein kleines Interview führen zur Frage, was hat der Coronavirus für Konsequenzen für die verschiedenen Verträge, die wir haben. Und wenn ich in die vielen Fragen, die schon reingegangen sind und die wir im Vorfeld erhalten haben, mal eingehe, da gibt es immer eine zentrale Frage, die kommt. Die Frage nach der Force Majeure. Markus, ist das jetzt ein Fall von Force Majeure? Also das ist in der Tat ja ein Punkt, der auch in der Presse immer ganz stark diskutiert wird und der den Leuten ganz oben steht. Und ich glaube, bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir mal vielleicht eines nochmals ganz klar festhalten. Wir haben kein neues Phänomen. Es ist eine Grippe, die halt ein bisschen globaler ist als in vorherigen Jahren, aber es ist ein Krankheitsbild. Das ist mal das eine. Das andere ist dann, dass in der Tat nun Maßnahmen ergriffen wurden. Wir haben es gehört, diese Veranstaltungsverbote. Und das sind eigentlich mal zwei Dinge, die eine Rolle spielen. Und zum Ersten, das Recht ist nicht hilflos. Das Obligationenrecht weiß, mit diesen Fällen umzugehen.
Und in der Tat, der erste Checkpoint ist ja immer, haben die Parteien etwas vertraglich geregelt, eben für diesen Fall, dass eine solche Epidemie, eine Krankheit, die sich da verbreitet, dass die in irgendeiner Art und Weise eben auf die Vertragserfüllung oder Abwicklung einwirkt. Jetzt die Frage eben, es gibt diese Force-Majeure-Klauseln, manchmal auch Hardship-Klauseln, eben wenn es zu einer Leistungserschwerung kommt. Und wenn man sich das mal ganz ruhig und nüchtern ansieht, ist nun eine solche Epidemie, sofern dann die Klausel diesen Fall überhaupt erwähnt. Nun, es handelt sich um einen Virus, der seit den 90er, 60er Jahren bekannt ist. Mhm. Natürlich nicht in dieser Ausprägung, das ist schon klar. Dann aber eine Frage, die sich stellt, dieses Grippesymptom, das sich ausbreitet, das muss unüberwindbar unvorhersehbar sein, damit es überhaupt eine Wirkung auf den Vertrag erfüllen kann. Nun, ist ein Grippevirus unvorhersehbar? Ist es vorhersehbar, dass ein Grippevirus Einfluss auf Vertragsabwicklung hat? Ich bezweifle es, dass man hier von höherer Gewalt sprechen darf. Mhm. Und selbst wenn man von höherer Gewalt sprechen dürfte, wäre es ja immer noch, dass der Fall, jetzt diese Epidemie, konkret zu einer Unmöglichkeit entweder der Leistungserbringung oder dann zu einer extremen, exzessiven Leistungserschwerung führt. Das mal zu einem ersten Punkt. Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn wir im Vertrag gar nichts zu Epidemiefällen geschrieben haben? Ich kann mir vorstellen, dass da nicht in jedem Vertrag gerade an diesen Worst Case, den wir heute sehen, gedacht wurde und jetzt steht einfach mal nichts drin. Genau. Wenn der Vertrag, und das wird eben die Mehrheit sein oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sich über diesen konkreten Fall nicht aussprechen, dann wenn wir jetzt die praktischen Fälle nehmen, zum Beispiel der ganze Konzert-Event-Betrieb, wie wir ihn heute haben, Kulturbetrieb, so haben wir doch die Tatsache, dass die meisten Veranstalter in irgendeiner Form AGB brauchen. Und in diesen AGB, ich habe mal den Check gemacht, bei 2, 3 ausgewählten Anbietern, wird in der Regel, wenn eine Veranstaltung abgesagt werden muss, was ja aufgrund dieses bundesrätlichen Verbotes mit den Kantonalweisungen häufig der Fall ist, dann eben erhält im Normalfall der Zuschauer, der Teilnehmende, sein Geld zurück. Aber was auch interessant ist, ich habe AGB gefunden, die gesagt haben, du musst das innerhalb von 10 oder 30 Tagen geltend machen. Und hier hätte ich doch sehr meine Zweifel, ob eine solche Klausel gültig ist. Nun, wenn nicht mal das der Fall ist, dann müssen wir eben diese zwei Fälle unterscheiden. Ist es ein Fall, bei dem dieses Veranstaltungsverbot zum Tragen kommt? Eben, es kann nicht durchgeführt werden. Dann würde ich dafür plädieren, zu sagen, ja gut, dann liegt eine rechtliche Unmöglichkeit vor, zumindest für die Dauer des Veranstaltungsverbotes, also bis Mitte März. Allerdings mit der Unsicherheit, ob der Bundesrat nicht doch jetzt eben diese Frist dann verlängern wird. Und während dieser Zeit kann die Leistung, darf die Leistung nicht erbracht werden. Sie muss nicht mehr erbracht werden. Und das bedeutet nach der Regel von Artikel 119 OR, dass dann auch die Gegenleistung, also die Zahlung, nicht zu erbringen ist. Mhm. Das für diese Veranstaltungsverbote. Jetzt stellt sich natürlich das Problem, was passiert in Lieferketten? Diese Veranstaltungen haben ja einen Haufen Leute, die zudienen, die Geräte zur Verfügung stellen, die performen und so weiter. Diese können ja nicht, können diese Leistungen ja theoretisch noch erbringen. Es ist einfach sehr viel schwieriger geworden zu erbringen. Und das ist dann ein anderer Fall. Mhm. Wer aber bloß aufgrund der Epidemie und des Coronavirus nicht gerade nicht leisten kann, aber wenn es wirklich schwieriger wird, da ist das Recht ein bisschen schwächer auf der Brust aufgestellt. Jetzt denken sicher schon viele darüber nach,
einen Schuldigen oder einen Zahlungskräftigen zu finden. Und da denken Sie vielleicht sehr schnell an den Bund und sagen, der Bund hat diese Maßnahmen jetzt rausgeblasen. Der soll doch gefälligst dafür gerade stehen. Können wir den Bund haftbar machen jetzt für all diese Zahlungsausfälle, die vielleicht hier geschehen könnten? Ja, also eben, man muss das Ganze in Ruhe und nüchtern ansehen. Und es gibt einen Grundsatz im Recht. Und der lautet Selbstverantwortung. Jeder im Recht ist mal dazu gehalten, seinen eigenen Schaden selbst zu tragen. Der Bund wird nicht zahlen. Artikel 63, hier muss ich rasch spicken, des Epidemiengesetzes sieht eine Entschädigung nur dann vor für Personen, ich zitiere hier, die unter Quarantäne gestellt oder denen die Ausübung bestimmter Tätigkeiten untersagt werden. Denen können diese Schäden in der Tat ersetzt werden, aber nur unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und falls diese Schäden nicht beispielsweise durch Versicherungsleistungen gedeckt sind. Mhm. Wir haben eine nächste Frage noch. Was geschieht, wenn jetzt eine Reise gebucht wurde? Gibt es da vielleicht Abgrenzungen, wie das aus rechtlicher Sicht aussieht? Wenn es eine Pauschalreise ist, also wenn nicht nur eine Flugreise oder ein Hotel gebucht wird, sondern halt mehrere Teilleistungen zusammen, so gilt das Pauschalreisegesetz und dort steht, dass im Falle höherer Gewalt der Konsument keinen Anspruch auf Schadenersatz hat, falls diese Leistung, diese Pauschalreise annulliert wird. Immerhin kann er aber von der Reise zurücktreten. Dieses Recht besteht und selbstverständlich dann auch auf Rückzahlung des entsprechend bezahlten Preises. Mhm. Gut, ich habe hier noch eine andere Frage, die reingekommen ist. Die lautet, welche Ansprüche können wir gegenüber Lieferanten bei Lieferverzögerungen geltend machen, falls dadurch unsere eigene Lieferfähigkeit beeinträchtigt wird? Ja, das ist eben genau der Punkt. Oder die Leistung in diesen Fällen wird ja nicht nachgeradezu unmöglich. Sie bleibt möglich. Damit wären Verzugstatbestände gegeben. Aber das ist jetzt eben der Punkt. Wird sie derart erschwert, dass sie mit zumutbaren Mitteln nicht überwunden werden kann. Mhm. Und hier sind die Gerichte streng. Ja. Es wird eben vom Anbringer der Leistung oder vom Erbringer der Leistung erwartet, möglicherweise halt eben mehr zu leben, mehr zu geben, mehr verpflichtet zu werden. Und hier muss man sagen, dass eine bloße Verteuerung oder die Tatsache, dass man die Leistung aus einem anderen Ort beziehen muss und dass sie dann teurer wird, das alleine begründet noch keine Rechte. Da steht dann der Vertragsschließende in der Pflicht. Mhm. Auch noch vertraglich, wenn ich jetzt so an ein Konzert gehe, das dann durchgeführt wird, kam die Frage rein, beim Durchführen einer Veranstaltung unter 1000 Personen, weil man die Bewilligung natürlich bei der Risikoabschätzung natürlich noch gekriegt hat, ist man als Veranstalter verantwortlich, wenn sich jemand in dieser Veranstaltung dann mit dem Virus infiziert? Wir haben auch beispielsweise die GV, die ja ganz spannend sein könnte. Also ich denke hier, das kann man mit einem klaren Nein beantworten. Wiederum, es ist das Prinzip der Eigenverantwortung. Und wer an eine solche Verantwortung heute geht, geht mit offenen Augen an eine solche Veranstaltung und weiß heute um die Risiken, wenn er nicht gerade hinter einem Stein wohnt. Mhm. Kann man Kulanz einfordern? Kulanz ist eben Kulanz. Das heißt, das Entgegenkommen einer Vertragspartei kann eben gewährt werden, weil man sich da auch Kundenbindung erhofft, weil man sich erhofft, in Zukunft weiter Geschäfte machen zu können. Aber einfordern? Nein. Aber hier noch eine spannende Frage. Unvorhersehbar ist ja weniger der Virus als die hysterische Überreaktion. Ja. Kann das eine Rolle für die Beurteilung der Leistungserschwerung? Das ist eine gute Frage, eine gute Frage. Ich würde eben wieder unterscheiden, gestützt auf dieses Virus wurden weitgehende Verbote erlassen. Mhm. War das vorhersehbar? Das ist mal nicht ganz diese Frage, war das vorhersehbar?
Vermutlich nicht, weil das Epidemiengesetz ja bekanntlich erst seit 4 Jahren in Kraft ist mit dieser besonderen Lage und an den Maßnahmen. Ja. Aber hier die Frage war ja eben quasi, die Leute flippen völlig aus und kaufen ein und wissen nicht mehr, was zu tun. Nein, ich würde nicht sagen, weil SARS liegt noch nicht so lange zurück und auch dort gab es vielleicht nicht diesem Ausmaß, aber auch dort gab es schon diese Phänomene. Ich glaube eher nicht. Ja, jetzt sind wir alle ein bisschen überrascht und überrollt worden durch diese neue Situation. Wir möchten in die Zukunft schauen. Und jetzt fragt hier ein Webinar-Teilnehmender, wie könnten sich Unternehmen im Vorfeld, also jetzt für die Zukunft vor allem natürlich, vertraglich absichern, um die Lieferketten sicherzustellen? Geht das überhaupt? Ja, das geht schon. Also wir reden ja jetzt von der Schweiz. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn dann die Lieferketten sich ins Ausland erstrecken, upstream oder downstream. Aber in der Tat ist das natürlich eine Frage der sorgfältigen Vertragsplanung. Möglichst, sage ich immer, überlegen, welche Risiken können relevant werden. Mhm. Und dann sich aus der eigenen Position natürlich zusammen mit dem Vertragspartner überlegen, wie soll das Risiko angemessen verteilt werden. Gibt es noch eine Möglichkeit, jetzt sich zu versichern? Ja, ich bin nicht der Versicherer, aber ich würde bezweifeln, dass eine Versicherung noch Hand gibt für eine Deckung oder nur zu sehr hohen Preisen. Mhm. Die Epidemienversicherung gibt es. Wir wissen, dass die Olma-Messen eine solche Epidemienversicherung abgeschlossen hat. Aber Nicola Paganini hat ja berichtet, ob nicht die Versicherung dann zahlt, ist eine andere Frage. Und das ist übrigens von ganz interessanter Bedeutung. Oder? Die Versicherung sagt, ja, jetzt kannst du die Veranstaltung nicht absagen. Hättest du das freiwillig getan für einen Zeitpunkt nach diesem 15. Das ist ja das Heikle, oder? Und auf der anderen Seite sagen die Aussteller, wir wollen Sicherheit. Also das sind die Messen, die Veranstalter natürlich zwischen Amboss und Hamburg. Hier haben wir noch eine medizinische Abgrenzung, die gestellt wurde, ob das einen Einfluss hat. Covid-19 ist doch keine Grippe, sondern eine Lungenkrankheit, welche von Grippensymptomen begleitet wird, handelt sich dann immer noch nicht um höhere Gewalt. Ich meine, dass Feinheiten der medizinischen Differenzierung, und ich bin überzeugt, das ist richtig und ich bin Jurist, ich verstehe davon wenig, aber es kommt auf den Effekt an, den eine solche Krankheit auslöst. Mhm. Und ob das jetzt primär eine Atemwegskrankheit mit Grippesymptomen ist oder eine Grippe mit Begleiterscheinungen, weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Weil wiederum, es kommt darauf an, welche Auswirkungen die hat. Und die unterscheidet sich in den Auswirkungen ja nicht signifikant von Dingen, die wir bereits haben. Ja. Ich möchte hier mit dir, Markus, einen Zwischenhalt einschalten. Wir haben gesehen, es gibt sehr viele Unterscheidungsmerkmale. Wir können sicher nicht alle Antworten hier liefern. Und ich sehe, die Fragen kommen immer noch fleißig rein. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich nicht alle beantworten kann hier in diesem Webinar. Aber du kommst nachher nochmals zurück für einen kurzen Slot. Und ich danke dir vorerst für deine Ausführungen. Gerne. Thomas Geiser, Professor, emeritierter Professor von der Universität St. Gallen, ist jetzt zugeschaltet. Sein Forschungsschwerpunkt ist Arbeitsrecht und wir haben auch dazu sehr viele Fragen schon bekommen. Thomas, ich möchte dir die Möglichkeit geben, ganz kurz über die wichtigsten Fragen jetzt in einer Nussschale zu referieren. Besten Dank, Bruno. Es sind meines Erachtens zwei Sachverhalte vollständig zu unterscheiden. Das eine ist der Umstand, dass jemand nicht arbeiten kann, weil er selber in Quarantäne ist. Und der zweite Sachverhalt ist derjenige, dass keine Arbeit vorhanden ist, beziehungsweise dass das Unternehmen nicht arbeiten kann, weil eben irgendwelche Veranstaltungen ausfallen oder weil irgendwelche Zulieferungen nicht möglich sind, weil die Aufträge zurückgehen. In beiden Fällen geht es um die Frage, wie weit kann Homeoffice verlangt werden als Tätigkeit
und wie weit besteht ein Lohnanspruch, um dies überhaupt hier nun zu, also des Arbeitnehmers, Lohnanspruch des Arbeitnehmers. Und hier gilt der Grundsatz im Arbeitsrecht, ohne Arbeit kein Lohn. Das ist der Grundsatz. Der Grundsatz hat aber zwei gewichtige Ausnahmen. Die erste gewichtige Ausnahme ist, dass dennoch ein Lohnanspruch besteht, obgleich keine Arbeit geleistet worden ist, wenn keine Arbeit geleistet worden ist, aus einem Grund, dessen Verantwortung beim Arbeitgeber liegt. Das ist der Fall letztlich auch einer Freistellung, wie man das pflegt zu nennen. Das ist der Fall des Betriebsrisikos. Der zweite Punkt, bei dem ein Lohnanspruch dennoch besteht, ist aus sozialen Gründen im Gesetz so geregelt, dass ein Arbeitnehmer dann dennoch einen Lohnanspruch hat, wenn er aus Gründen, die in seiner Person liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht oder Ähnliches, ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert ist. Dann muss die Arbeitgeberin dennoch während einer beschränkten Zeit den Lohn weiter bezahlen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist nun im Einzelfall zu prüfen, ob eine dieser beiden Voraussetzungen gegeben ist, dann besteht ein Lohnanspruch, oder eben, ob es eine Verhinderung ist, die nicht in der Person des Arbeitnehmers liegt, sehr wohl aber in seiner Verantwortung, oder eben, dass es ein Fall ist des Betriebsrisikos, ein allgemeines Erliegen, Entschuldigung, eben nicht des Betriebsrisikos, sondern eines allgemeinen Erliegens des Wirtschaftslebens oder der höheren Gewalt. Dazu haben wir bereits von Herrn Müller-Chen gehört. Dann eben, wenn diese Voraussetzungen, die letzten, die ich jetzt genannt habe, gegeben sind, dann besteht kein Anspruch auf eine Lohnfortzahlung. Zu prüfen bleibt selbstverständlich immer auch, ob eigentlich die Sozialversicherung bezahlt. Da haben wir die Kurzarbeitsversicherung, die unter Umständen bezahlt, wenn eben die Arbeit nicht vorhanden ist, keine Arbeit mehr vorhanden ist. Oder allenfalls, wir haben das auch gehört, ob der Staat dafür aufkommen kann. Wir haben gesehen, dass wenn jemand in Quarantäne ist, unter Umständen bei einer Quarantäne Entschädigungen möglich sind. So viel einmal zum Anfang. Jetzt höre ich Ich bin zurück, ja. Thomas. Besten Dank für deine Ausführungen. Lass mich erste Fragen mal an dich rüberspielen. Ja. Die erste besteht darin, dass du vor diesem Ausbruch noch geschäftlich in Italien warst. Du kommst jetzt zurück von dieser Geschäftsreise und musst 14 Tage zu Hause bleiben. Hast du Anspruch auf Lohn? Ja, in diesem Fall meine ich, ist klar, es ist eine Geschäftsreise. Man ist also aus Gründen des Geschäfts, im Auftrag der Arbeitgeberin, ist man hier in diesem Gebiet gewesen. Es ist das Risiko der Arbeitgeberin, dass dann nachher eine Quarantäne erfolgt und man eben zu Hause bleiben muss. Die Arbeitgeberin kann dann verlangen grundsätzlich, dass man Homeoffice macht, also dass man zu Hause arbeitet, das scheint mir auch klar. Mhm. Wie sieht es aus, wenn wir einen vorsichtigen Arbeitgeber haben und der verbietet nun den Außendienstmitarbeitern, in diese Länder zu reisen, um ihren Umsatz zu machen, um ihre Provision zu verdienen? Wie sieht das aus mit dem Lohnanspruch? Das, meine ich, ist das Betriebsrisiko, dass man eben die Tätigkeit nicht ausüben kann in einem bestimmten Bereich. Das bedeutet, dass die Arbeitgeberin für diese Einbußen aufkommen muss. Das ist wie eine Teilfreistellung des Arbeitnehmers. Hier muss die Arbeitgeberin dann die entsprechenden Entschädigungen leisten. Wie das dann berechnet wird, kann im Einzelfall etwas kompliziert werden. Mhm. Dann wechseln wir mal in die private Situation, die jeder Arbeitnehmer hat oder haben könnte. Wir haben von diesem Kreuzfahrtschiff gehört, das leider gestrandet ist 14 Tage.
Jetzt bist du zufälligerweise gerade in den Ferien gewesen, hättest den letzten Tag noch absolviert auf diesem Kreuzfahrtschiff und jetzt bist du noch darüber hinaus 14 Tage gebunden in Quarantäne. Kriegst du Lohn für diese 14 Tage? Also bei diesem Kreuzfahrtschiff waren es, glaube ich, sogar mehr als 14 Tage, weil dann einzelne erkrankt sind und dann jeweils neu die Quarantänezeit begonnen hat. Ich meine nein, ich meine, dann besteht kein Lohnanspruch, weil es nicht eine in der Person des Arbeitnehmers liegt, sondern es liegt in der Tatsache, dass er an einem bestimmten Ort war, und zwar freiwillig, in seinen Ferien, also in seinem Risikobereich. Und da meine ich, besteht dann keinen Anspruch auf Lohn. Wenn er aber erkrankt, dann besteht ein Anspruch auf Lohn. Das ist etwas absurd, aber es ist so. Okay, das ist noch spannend. Bleiben wir in diesem Privatbereich jetzt. Wir wissen ja, dass es relativ schwierig ist, private Verhaltensweisen zu ändern. Jetzt kommt eine Privatperson und sagt, das ist alles gut und recht, was der Bundesrat da verordnet hat. Es ist gut und recht, was das Unternehmen vielleicht darüber hinaus noch verordnet hat. Aber ich gehe jetzt trotzdem meine Verwandten in Norditalien übers Wochenende besuchen. Darf ich das? Also hier sind wir im Bereich des Abwägens zwischen der Treuepflicht des Arbeitnehmers, der die Interessen des Arbeitgebers schützen muss, und der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin, die die Persönlichkeit des Arbeitnehmers achten muss. Und wenn jetzt jemand im Moment beispielsweise in ein Sperrgebiet Ferien machen geht und dann nachher eben nicht arbeiten kann, weil er nicht auf den Betrieb kommen kann, dann meine ich, muss er diese Verantwortung selber tragen. Es sei denn, es bestehen besondere Gründe, jetzt in dieses Sperrgebiet zu gehen. Beispielsweise der Vater oder die Mutter liegt im Sterben und es geht darum, die noch ein letztes Mal zu sehen. Hier muss dann auch die Arbeitgeberin Rücksicht nehmen und das akzeptieren. Und ja, das bedeutet, dass man nachher halt schauen muss, wie man das organisiert. Jetzt haben wir von Italien gehört, dass die Betriebe schließen. Die schließen auch vor allem Schulen und Krippen. Wenn jetzt heute in der Schweiz eine Krippe schließen würde, die Kinder nach Hause oder die Schulen, die Primarschulen geschlossen werden, die Kinder nach Hause geschickt werden und ein Arbeitnehmer sagt, ich kann nicht mehr zur Arbeit kommen, ich muss meine Kinder hüten. Dann ist er nicht aus Gründen seiner Person verhindert, aber unter Umständen hat er eine gesetzliche Pflicht. Als Eltern hat man eine Pflicht, sich um die Kleinkinder, um die Kinder zu kümmern. Und die Frage ist nicht ausdrücklich, aber analog geregelt im Arbeitsgesetz. Dort heißt es nämlich, dass wenn ein Kind krank wird, man 3 Tage freinehmen kann, um die Betreuung des Kindes zu organisieren. Und ich meine, das gilt hier auch. Auch hier besteht, meine ich, ein Anspruch darauf, dass man dann zu Hause bleiben kann, unmittelbar, wenn das von einem Tag auf den anderen angeordnet wird, um die Betreuung des Kindes zu organisieren. Dass das aber maximal 3 Tage sein können. Und ich meine, dass man in 3 Tagen auch organisieren können sollte, dass hier jemand anderes die Betreuung organisieren kann. Jetzt haben wir mal einen etwas ängstlicheren Mitarbeitenden, der sagt, ja, Corona, ich möchte nicht mehr in den Zug, in die öffentlichen Verkehrsmittel rein, ich möchte nicht zur Arbeit, da husten immer Leute, ich möchte zu Hause bleiben. Wie sieht das aus rechtlich? Kann er das? Auch hier muss man die Treuepflicht des Arbeitnehmers gegen die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin abwägen. Und grundsätzlich sollte die Arbeitgeberin hier Rücksicht nehmen und wenn das möglich ist, dann eben auf Homearbeit übergehen, Teil-Homearbeit, damit dieser weniger jetzt reisen muss. Wenn die betreffende Person gesundheitlich angeschlagen ist und damit ein höheres Risiko trägt selber, dann meine ich, bedeutet dies auch, dass die Arbeitgeberin mehr Rücksicht nehmen muss und sehr viel schneller hier nun bereit sein muss, eben eine Lösung zu finden, dass derjenige zu Hause arbeiten kann. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt einer nicht selber
Angst um sich selber hat, sondern eigentlich zu Hause noch eine betagte Mutter oder einen betagten Vater hat und sagt, ich bin ja eigentlich gesund, ich käme gerne zur Arbeit, aber ich kann es nicht, um das Risiko hier noch zu kreieren, dass ich dann meine Mutter, die zu einer Risikogruppe gehört, dass ich die dem aussetze. Also ich glaube, dass da auch da ist eine Rücksichtnahme eben am Platze. Die Arbeitgeberin muss die Persönlichkeit, und dazu gehört auch dieses Umfeld, berücksichtigen und muss dann die Flexibilität bieten, soweit dies aus betrieblicher Sicht möglich ist, damit diese Person zu Hause arbeiten kann. Vielleicht ist es auch möglich, dass diese Person dann im Betrieb übernachtet und nicht mehr, deshalb nicht mehr reisen muss. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Ja. Kann ich jemanden aus Verdachtsgründen nach Hause schicken? Wie sieht es aus? Der sieht für mich jetzt nicht mehr so gesund aus oder sie. Und vielleicht putzt sie sich zu viel die Nase. Kann ich sagen, du bleib du doch einfach mal zu Hause. Also das ist an sich überhaupt kein Problem, weil mit wenigen Ausnahmen besteht kein Anspruch auf Arbeit. Also nach Hause schicken kann man die Leute immer. Man muss dann einfach den Lohn weiter bezahlen. Ja. Gut. Thomas, ich möchte auch bei dir jetzt mal so einen kleinen Stopp machen und ich möchte jetzt Roland Müller bitten, sich wieder zuzuschalten, und ich möchte auch Markus Müller-Chen zu mir bitten, gerne, damit wir, Thomas, du bist jetzt ausgeschaltet, du darfst drinbleiben. Sehr gut. Und noch weitere Fragen, die reingekommen sind, wir haben noch 10 Minuten, die an euch alle drei zu richten und vielleicht eine, die mehrere von euch betreffen könnte. Rein aus praktischen Gründen, wir haben von diesen Fürsorgepflichten als Arbeitgeber gehört, wir haben von Roland Müller gehört, dass ein CEO, ein VR für die Sicherheit auch sorgen muss, der Mitarbeitenden. Nun, wir hören von diesen leergefegten Gestellen, keinen Mundschutz mehr verfügbar, kein Desinfektionsmittel verfügbar. Ja, sie würden ja gerne kaufen, aber sie haben nichts mehr. Was kann man da machen? Das geht an alle. Wer zuerst sich einwerft. Ja. Also wenn ich beginnen darf, eben entscheidend ist ja, dass der Verwaltungsrat alle zumutbaren Informationen einholt und dann gestützt darauf seine Entscheidungen fällt. Nun, wenn er die Information hat, dass er gar kein Desinfektionsmittel mehr bekommt, dann muss er ausweichen und sagen, gut, wir müssen uns begnügen mit dem Händewaschen. Also deshalb wird er nicht verantwortlich, weder zivilrechtlich noch strafrechtlich. Ja, gut. Eine weitere Frage, jetzt bin ich in Vorleistung gegangen als Arbeitnehmer. Ich habe eine Geschäftsreise privat gebucht, weil das schneller ging und jetzt darf ich nicht mehr reisen. Kann ich diese Spesen noch einfordern? Es geht eher also vielleicht die Spesen, selbstverständlich, die Spesen für eine Geschäftsreise ohnehin. Ob ich die jetzt selber gebucht habe oder ob das Geschäft sie gebucht hat, in jedem Fall muss die Spesen für die Geschäftsreise muss das Geschäft bezahlen, die Arbeitgeberin bezahlen. Also das kann man ohne weiteres einfordern. Mhm. Eine nächste Frage, die reinkam, das kommt wirklich laufend jetzt rein. Spitalbetreiber haben beschränkte Ressourcen. Sie haben bereits einen OP-Termin gebucht und jetzt wird der abgesagt. Also es ist nicht gerade tödlich, es ging vielleicht was für eine Operation auch immer. Der wird abgesagt, weil Sie sagen, wir müssen die Kapazitäten freihalten. Können Sie sich auf diesen Vertrag berufen, dass der ja schon abgemacht wurde und die müssen jetzt leisten? Markus, eher eine Frage für dich. Ja, weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Was meint ihr, Kollegen? Also die heikle Frage ist, was ist das überhaupt für ein Vertrag? Mit dem Arzt ist es ein Auftrag. Und ja. Ein Auftrag kann jederzeit gekündigt werden, nur nicht zur Unzeit. Das ist bei der offenen Operation, da kann er nicht kündigen. Die Frage, meine ich, ist durchaus so, dass sich allenfalls, weil es ja nicht nur ein Auftrag ist, sind auch noch andere Verträge, dass sich allenfalls die Frage stellt, ob Schadenersatz anfällt, aber dann müsste der Patient müsste dann nachweisen, dass er überhaupt einen wirtschaftlichen Schaden hat. Mhm.
Gut. Sind die Vertragsspezialisten gleicher Meinung? Jo. Dann gehe ich schnell weiter. Jetzt, wir stellen fest, dass es relativ schwierig ist, tradierte Verhaltensweisen wie sich umarmen, Hand geben und so weiter auf Knopfdruck oder auf Instruktion des Bundesrats abzuschalten. Jetzt mache ich das trotzdem, ich missachte das. Werde ich haftbar, wenn jetzt jemand krank wird deswegen? Vielleicht ist das auch eine Prozessfrage, nicht nur eine materielle Frage, wie man das dann nachher vielleicht sogar durchsetzen könnte. Also es besteht ja gar keine gesetzliche Pflicht derzeit. Und da sehe ich jetzt wirklich keine Möglichkeit. Also das ist nicht wie bei HIV-Ansteckung, die man dann vorsätzlich begeht. Das ist ohnehin dann ein Fahrlässigkeitsdelikt. Also nein, das sehe ich jetzt noch kein Problem. Und das heißt zivilrechtlicher Sicht sowieso nicht. Also das ist ganz fernliegend. Das ist, Roland, für dich eine Frage noch. Wir haben vorhin ein bisschen über diese Verantwortung von Verwaltungsräten gesprochen, von CEOs gesprochen. Sieht das in einem Verein, wo wir einen Vereinvorstand haben, anders aus? Haben die andere Regeln? Ah, das ist eine gute Frage. Nein, überhaupt nicht. Also alle strategischen Führungsorgane, auch von einer Stiftung, einer Genossenschaft, sind genau in der gleichen Situation. Auch beim Verein stellt sich ja die Frage nach der Hauptversammlung. Du hast mir vorher die Frage gestellt, kann man das einfach online machen? Ich verweise einfach darauf, derzeit im Gesetz, im Aktienrecht, dort steht ganz klar, dass der Verwaltungsrat den Ort bekannt geben muss. Und in den allermeisten Statuten steht eben genau drin, dass er das tut. Und er muss seinen Ort bestimmen. Das gibt ihm zwar die Möglichkeit, dass er verschiedene Orte bestimmt und sagt, das übertragen wir dann, auch eine Hauptversammlung in einem ganz großen Verein, könnte man also an verschiedenen Orten mit gleichzeitigem simultanen Video- und Audioübertragung durchführen. Was aber nicht geht, ist das von dir angesprochene reine Online, weil dort hast du ja dann keinen Ort mehr. Also ich bin froh, dass ich das klarstellen konnte. Vereinsorgane sind genauso in der Pflicht und müssen sich also gut überlegen, was sie jetzt für Maßnahmen treffen. Ein Beispiel ist ja Raiffeisen. Raiffeisen ist eine Genossenschaft und die haben bereits diverse Generalversammlungen jetzt auch aufgeschoben. Gut, besten Dank. Eine andere Frage, die an den Vertragsrechtler, wir sind ja alle Vertragsrechtler, aber an dich vor allem geht jetzt. Kann eine Vertragsanpassung jetzt wegen diesem Covid-19-Virus auch noch ex post erfolgen? Kann man das irgendwie noch auffangen? Ja, das kann man schon auffangen. Es gibt die Möglichkeit, also rechtstechnisch ist eine Frage der Clausula rebus sixtantibus, also eine Anpassung des Vertrages wegen veränderten Umständen. Aber eben, das setzt wiederum ein krasses Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung voraus, das durch dieses Ereignis, eben jetzt Epidemie oder Veranstaltungsverbot, provoziert wurde. Mhm. Und letztlich übrigens ist es ein richterlicher Eingriff in den Vertrag und das steht im Ermessen des Gerichtes, ob es diese Verschiebung des vertraglichen Gleichgewichtes bejaht oder nicht. Gut. Wie sieht es aus, wenn ich einen Mitarbeitenden trotzdem in ein Risikogebiet schicke, aus geschäftlichen Gründen? Muss der Mitarbeitende diese Reise antreten oder nicht? Kann er sich weigern, dorthin zu gehen? Also wenn das ein Risikogebiet ist, das jetzt wirklich von der Behörde als Risikogebiet bezeichnet worden ist, dann meine ich, kann er sich an sich weigern. Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, auf die Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Da gehört das auch dazu. Anders sieht es selbstverständlich aus, wenn es sich um einen Beruf handelt, bei dem das Reisen in Risikogebieten zur konkreten Arbeit gehört. Das war immer wieder auch bei Rotkreuz-Delegierten etc. Der Fall, dass die selbstverständlich dann in dieses Gebiet gehen müssen, weil das ja auch so vereinbart ist. In der Regel hat man aber dann in den Arbeitsverträgen genaue Bestimmungen
wie das funktioniert. Aber das sind Ausnahmen. Sonst, meine ich, kann er das in der Tat verweigern, in ein Risikogebiet zu gehen, soweit das ein behördlich angeordnetes Risikogebiet ist. Mhm. Was geschieht, wenn man diese behördlichen Anordnungen, nicht die geschäftlichen, sondern die behördlichen Anordnungen nicht beachtet? Also ich denke jetzt vielleicht dran, Entschuldigung, wenn ich nochmals komme, wir haben ja gehört, wir müssen diese Bewilligung einholen, jetzt kommt man zu spät, der Anlass ist morgen, der Kanton gibt keine Auskunft, die sind überfordert, wir haben schon gehört, dass da Tausende von Anfragen reingekommen sind. Was bedeutet jetzt das für mich? Kann ich das durchführen? Mit welchem Risiko? An wen geht die Frage? Also ich weiß jetzt Lass nicht sie einfach mal im Raum stehen. Ist ja. auch eine. Also ich weiß jetzt nicht, nicht ganz genau, wie diese Anordnung der Behörden ist. Ob das dahin geht, dass die solche Veranstaltungen verboten sind, es sei denn, es liegt eine Bewilligung vor, oder dass es heißt, man muss vorgängig eine Bewilligung einholen. Ich meine, das ist ein kleiner Unterschied. Im zweiten Fall würde ich die Bewilligung anfragen und erklären in der Anfrage, wenn kein Verbot bis dann und dann erfolgt, ohne Ihren Gegenbericht, gehe ich davon aus, dass es bewilligt ist. Dann liegt das Problem bei der Behörde und nicht mehr bei mir. Wenn hingegen die Regelung die ist, dass man eine formelle Bewilligung braucht, ist das natürlich heikel, dann funktioniert das nicht. Gut. Also ich verweise einfach noch auf das Epidemiengesetz. Da hat es zwei klare Sanktionsbestimmungen. Im Artikel 82 hat es sogar eine Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Gefängnis, Geldstrafe, wenn bestimmte Tätigkeiten, die jetzt vom Bund eingeschränkt sind oder Berufsausübung verboten sind, wenn man das trotzdem tut. Und dann hat es 83 Übertretung, eine Buße, wenn eben die Vorschriften über den Umgang mit Krankheitserregern verletzt werden. Also wenn man jetzt beispielsweise als Verwaltungsrat die Generalversammlung durchführt mit über 1000 oder wenn der Kanton sagt, über 150 darf man nicht, dann wird man echt gebüßt. Also heute Nachmittag haben wir von der Swiss Sport School ein Modul über die Generalversammlung und ich werde genau das den Teilnehmern ans Herzen legen, sagen, ihr müsst diese Vorschriften monitoren und dann auch durchsetzen. Apropos behördliche Anordnungen, was ein bisschen verloren gegangen ist in der Diskussion, auch in der öffentlichen, ist, dass das EDA und das BAG ja sehr zurückhaltend sind mit Reisewarnungen. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Annulationskostenversicherung, weil die häufig vorsehen, dass entweder eine Annulationskostendeckung besteht, wenn eine konkrete Gefährdung für das Leben ist, oder eben wenn BAG, EDA etc. Reisewarnungen für dieses Gebiet erlassen haben. Und für Italien haben sie das gerade nicht gemacht. Okay. Ja. Gut, liebe Kollegen, liebe Webinar-Teilnehmende, die Stunde ist um. Ich möchte Sie wieder in den Geschäftsalltag entlassen. Wir danken Ihnen von der Universität St. Gallen ganz herzlich fürs Zuschalten. Ich möchte mich nochmals dafür entschuldigen, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten. Das sind einfach viel zu viele gewesen. Wir werden uns im Anschluss an dieses Webinar überlegen, ob wir allenfalls einen Follow-up machen können hierzu und werden Sie selbstverständlich dazu wieder informieren. Was wir aber schon versprechen können, ist, dass wir dieses Webinar aufgenommen haben. Das werden wir nachher noch verteilen, damit Sie das nochmals nachschauen können. Und ja, das wäre es gewesen. Wir wünschen Ihnen eine gesunde Zeit. Bleiben Sie gesund. Liebe Referenten, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch kurzfristig hierzu bereit erklärt habt und wünsche allen, wie gesagt, eine gute Zeit. Besten Dank fürs Zuschalten.